Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute stehe nur ich vor der Kamera. Sina ist heute in der Regie. Weil heute geht es einzig und allein um mich. Heute geht es um meinen Werdegang. Ich habe so ein bisschen ins Thumbnail haben wir reingeschrieben. Ich war noch hier angestellt. Und ich möchte so ein bisschen mal über meine Geschichte erzählen. Sina hat ja schon ein Video gemacht zur Polizei. Das verlinken wir euch mal hier oben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr das auf jeden Fall mal abchecken. Und heute kommen wir zu meiner Story, zu meiner Geschichte. Wo fangen wir an? Oh, ich habe mir Gedanken gemacht und ich dachte, so fange ich jetzt an, so nach dem Motto, Mensch, ich war noch nie richtig beliebt, aber das wäre jetzt zu viel. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu machen und bin da sehr erfolgreich geworden. Ich habe über 250.000 Abonnenten gehabt, also plattformübergreifend, YouTube, Instagram, Twitch, Twitter, alles zusammen. Habe dieses Gewerbe, weil ich musste dann mit 17, 16, es lief am Anfang noch über meine Mutter, musste ich ein Gewerbe anmelden. Das war ganz interessant, weil dann musste ich zum Familiengericht, weil ich noch nicht volljährig war, musste einen Businessplan schreiben über ein Business, was schon lange bestand und dem Richter sozusagen erklären, dass ich voll geschäftsfähig bin. Das war auch sehr amüsant. Auf jeden Fall habe ich dieses Gewerbe dann diversifiziert und habe das dann für, ich glaube, noch so anderthalb Jahre gemacht. Ende 2018, Anfang 2019 habe ich dann mich aber gefragt, okay, möchte ich für den Rest meines Lebens, weil die Zielgruppe war sehr jung, das muss ich dazu sagen, die Zielgruppe war wirklich sehr jung und ich habe in Anführungsstrichen, bin ich immer in eine Rolle reingeschlüpft und habe mich so ein Stück weit verstellt, um das bestmögliche Video zu geben. Also es ist wie so ein Film, es war wirklich wie so eine Schauspielleistung. Und dann habe ich mich gefragt, möchte ich das für den Rest meines Lebens machen, weil das, wie gesagt, für sehr, sehr junge Menschen war, dieser Inhalt, diese Videos, und habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Und dann habe ich mein zweites Unternehmen gegründet, mein zweites Gewerbe. Eine Agentur war das damals am Anfang noch für Webdesign und Marketing. Ich habe dann in den letzten 4 Jahren mir einen unfassbar positiven und guten Namen aufgebaut im Bereich Webdesign und Digital Consulting. Das heißt, hauptmäßig ging es da ums Webdesign, damit fing alles an und dann habe ich auch meine YouTube-Laufbahn dann endlich kombiniert und habe gesagt, Mensch, ich habe meine eigene Reichweite aufgebaut, dann kann ich das auch für Unternehmen. Und ich habe dann deutschlandweit, sogar Österreich und Schweiz, Kunden gehabt. Und ich lebe seither ausschließlich von Empfehlungen. Ich habe noch nicht einen einzigen Euro in Werbung für mich selbst investiert, sondern baue auf meine makellose Reputation und bin damit sehr, sehr glücklich. Dieses Gewerbe, dieses Unternehmen haben wir jetzt, wie gesagt, auch mit nach Dubai genommen. Wie gesagt, Webdesign, Digital Consulting. YouTube tatsächlich gar nicht mehr so viel, das ist dann irgendwann einfach ausgelaufen oder man sagt ja, glaube ich, im Sande verweht, das wurde immer weniger und da kommen jetzt mittlerweile fast gar keine Einnahmen mehr drüber. Zwischenzeitlich, das ist auch ganz spannend, habe ich mich rumprobiert, dann in noch vielen anderen Businessmodellen, wenn man so sagen möchte. Ich habe Dropshipping gemacht, also E-Commerce, habe ich teilweise auch sehr erfolgreich gemacht. Das ist dann aber immer wieder gekommen und dann wieder gefallen. Also es war nicht so der Hauptfokus. Und jetzt hier in Dubai habe ich insgesamt mittlerweile 4 Lizenzen, also 4 Bereiche, in denen mein Unternehmen läuft. Das ist nach wie vor das Webdesign und Digital Consulting, das ist das eine. Dann das E-Commerce, dann ein Coaching-Bereich. Also ich habe auch einen eigenen Bereich, das habe ich vorher vergessen zu erzählen. Dann habe ich jetzt, ich glaube, in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert in Social Media, jungen Menschen zu zeigen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Das heißt, ich habe ein Online-Kursangebot erstellt für junge Menschen, was auch alles noch im Aufbau ist, was jetzt noch nicht riesengroß ist, aber was auf jeden Fall Potenzial hat, irgendwann groß zu werden. Viel bei Social Media gemacht, mit der Hauptmessage, mit dem Hauptfokus, jungen Menschen zu zeigen, was es bedeutet, selbstständig zu sein und andere Wege zu gehen als der Durchschnitt. Genau, das ist der Bereich, das ist der dritte Bereich. Und der vierte Bereich, der ist jetzt in Anführungsstrichen ganz neu, den haben wir erst, seit wir hier in Dubai sind. Das ist auch das, was ich mit Sina, meiner Frau, zusammen gemeinsam mache. Das ist Live in Dubai. Das ist dieser YouTube-Kanal. Das ist alles, was um das Thema Firmengründungen, Auswanderungen in Dubai geht. Darauf haben wir uns jetzt hier in Dubai noch spezialisiert. Und das ist der vierte Bereich, den ich mache. Also vom ehemaligen YouTuber zum Jungunternehmer, ausgewandert nach Dubai und weiterhin unterschiedliche Geschäftsmodelle gleichzeitig beziehungsweise mit einem Hauptfokus und dann unterschiedlichen Sparten ergänzt. Und das Ganze, und das ist echt ganz cool, das sagt Sina mir auch immer, dass es eigentlich was ist, was ganz, ganz wenige von sich sagen können, ich war noch nie angestellt. Also ihr habt das jetzt so ein bisschen verfolgt, ich bin nie angestellt gewesen, ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Es war sicherlich nicht einfach und jetzt stehe ich hier und ich strahle und ich bin in Dubai und Sina ist hinter der Kamera und alles okay, alles gut, aber es war definitiv nicht immer einfach und definitiv nicht so schön, wie es jetzt hier gerade wirkt.
Und vielleicht kann ich euch das auch noch mitgeben als so aus meiner Geschichte, dass ihr immer weitermachen müsst. Probiert Sachen aus, wenn ihr euch mit sowas auseinandersetzt. Glaubt immer an euch selber, das ist das Wichtigste. Egal wer in eurem Umfeld ist und wer sagt, hey, das könnt ihr nicht schaffen, ihr müsst einzig und allein an euch selber glauben und von euch selbst überzeugt sein. Das war ich immer. Ich hatte zum Glück den Support meiner Familie. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Den habe ich immer gehabt. Ich wurde immer unterstützt. Da bin ich unfassbar dankbar für, weil diese Liebe und diese Unterstützung, die bedeutet ganz, ganz viel. Und die beflügelt tatsächlich auch sehr, wenn es dann mal etwas schwieriger wird. Umfeld ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, eine doch durchaus interessante Geschichte. Wer weiß, ob ich da irgendwann meine Biografie draus mache. War mal geplant, ist irgendwie auch noch geplant, aber ein bisschen weiter weg. Gerade ist der Fokus woanders. Ja, und jetzt, wie gesagt, leben wir hier in Dubai, bauen uns hier jetzt alles auf, was kommt. Auch was, wo ich nicht primär mit gerechnet habe in meinem Masterplan, wenn man das so sagen möchte. Aber ich bin unfassbar happy hier. In diesem Sinne, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu meinem Werdegang, zu meinem Weg bisher denkt. Ich bin unfassbar gespannt, die Kommentare zu lesen, mit euch zu interagieren. Vielleicht gibt es ja jemanden, der Ähnliches erfahren hat oder jemanden kennt, bei dem es auch so war. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Nicht vergessen, Sinas Video abzuchecken zum Thema Polizei, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ganz liebe Grüße aus Dubai und bis dahin. Tschüss!